So, es geht weiter mit der Champions League und ja, der nächste Gegner ist Antalya Bergamo. Da können wir schon wieder für eine Vorentscheidung sorgen. Sollte Sevilla nämlich es schaffen, Salzburg zu schlagen und wir schlagen Antalya Bergamo, sind wir mit 9 Punkten vorneweg, während alle anderen nur 3 haben. Und das wäre schon mal eine kleine Vorentscheidung bezüglich des nächsten Gruppenspiels danach. Aber jetzt erstmal selber unsere Hausaufgaben machen und dann können wir noch auf andere gucken. Wie gesagt, Atalanta ist der nächste Gegner. Das wird ein unbequemes Spiel, denke ich mir mal. Und ja, das wollen wir trotzdem erfolgreich meistern und gucken. Ne? Gehen wir kurz rein in die Pressekonferenz eben schnell noch. Salve a tutti. Bene, possiamo iniziare. Chi vuole fare la prima domanda? Ach klar, ist wirklich, dass sie gewinnen, das bin ich mir. Ja, alles wirklich. Ja, ich bin mal dabei auf alle Fälle. Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen. Entschuldigung. Jo, gerne, kein Problem. Mille grazie, auf Wiedersehen. Und ja, dann gehen wir mal rein ins Spiel, während Filippo Coutinho noch sagt, ah, ich möchte gar nicht so oft so ein bisschen spielen und wer sagt ja, dass du nicht eingewechselt wirst? So, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Ach, guck mal, der Florian Krüger, der einer von uns, der spielt tatsächlich in dem Verein, in den Bergamo mittlerweile. Na dann, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Aber auf der anderen Seite auch noch einen Kandidaten. Bleiben Sie dran. Mit Robin Gosens haben wir nämlich auf der anderen Seite nämlich unseren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen im Superfreund. Ihre Kommentatoren sind Vigo und Rolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Atalanta gegen Schalke 04. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Genau so ist es. Ja, ich sage immer, ich denke mal, Atalanta ist so das unbequemste Team der Gruppenphase, also unserer hier in unserer Gruppe. Also wenn wir heute gewinnen hätten, würden sie bei 3 stehen, wir würden bei 9 stehen und könnten mit ein bisschen Glück immer schon eine kleine Vorentscheidung raushauen. Ah, schönes Spielchen. Paulinho! Also, yes. Fürs Tor, das wird interessant hier. In erster Linie mal unsere Hausaufgaben machen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. So, 6. Saisontor für ihn in der Champions League. Der Top-Torjäger momentan. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mal gucken, mit seiner Gruppenphase erwischt. Also ein von ihnen, entweder Sevilla oder Atalanta wird es auf jeden Fall in der Gruppenphase erwischen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Das sind natürlich immer besondere Spiele.
Ja, da geht man mit. Ja, gut, da war gegangen. Boven dreht drauf, geht gegen Da Costa, aber der macht dann souverän. Gegner, die er gut kennt. Aber er kann das am Ende ausblenden. Lazar. Und das gibt gelb. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Wenige Minuten gespielt erst. Und wir sehen schon eine ganz frühe Foul. Das war ein taktisches Foul, weil da wäre ich weg gewesen. Und das. Muss in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute... Ja, vielleicht kriegen wir heute noch eine gelb-rote Karte. Das war kein Vor, das war klar Ball gespielt. Hat er gut gemacht. Ja. Paulinho. Gut und fair, das Tackling. Ah, der musste wieder... Ja, ja. Zwar für mich ein bisschen an der Grenze, aber okay. Schiedsrichter sagt, nö, ist nicht, also nö. Emre Can. Ja, schön gespielt. Ne? Gut dazwischen gegangen. Jetzt nein, immer noch nicht. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, das ist nur ein Pfostenschuss. Fast das Glück. Die Gelegenheit. Und dann der Ballverlust. Und die Schalker bin. Die Schalker, die betteln gerade so ein bisschen um den Ausgleich. Ein Pfostenschuss und jetzt gerade diese Situation. Da kommt die Ecke. Schade, Ball ist weg. Kein Tor. Da jetzt der Konter der Gelsenkirchner. Robin Gosens. Kein Abseits, Richter. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Gefährlich jetzt. Ah, da hat er ihn gesehen, den Gosens. Der ist da nämlich richtig reingestartet. Gute Aktion. Das war viel Glück dabei. Ecke gibt's für Blau-Weiß. Wie sieht das Wetter aus? Blau-Weiß. Uschi heute nimmt das Einfluss aufs Spiel. Oder Lamiro. Vierundzwanzigste Minute, 0-2. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Er ist der Eckball und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Ja, auf jeden Fall mal das eine gute Ecke reingehauen und 2-0. Alan. Ah, jetzt haben wir einen Ballverlust jetzt mal. Ah, Glück gehabt. Wie gesagt, wenn wir heute hier in Bergamo gewinnen, haben wir eine große Chance, was zu mitziehen. Eine große Chance weiterzukommen. Wir sind im Moment Titelverteidiger. Das muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen. Jetzt der Ball verlost. Neujahr und Tor. Nur noch 1-2. Irgendwann hat sich das einfach angedeutet. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können. Ja, hat sie gut gemacht. Und es ist ausgerechnet Florian Krüger. Erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Das habe ich jetzt. Hier ist noch alles also Krüger Anschlusstreffer für Bergamo. Großes. Fehlt eigentlich nur noch der hier auf der anderen Seite. Der muss es will auch noch einen reinhauen. Wenn schon der Krüger trifft gegen. Schönes macht er jetzt nicht. 3-1. Alario. Ein bisschen Vorlage macht er. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der halben Distanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So, Lucas Alario, fünftes ist Champions League Tor. Aber wir haben schon Tor Nummer 4 nach 35 Minuten oder etwas mehr nach 35 Minuten. Lucas Alario. Ach, dieses Italienisch ist da schöner mit dabei. Naja. Boom, jetzt mal auf der Außenbahn. Das könnte ein munteres Spiel werden. Da Costa.
Hat er gut gelöst. Für mich auch kein Foul. Es gibt Ecke. Gut, dass Acosta nochmal nachgesetzt hat. Es gibt zumindest die Ecke jetzt für Gomez. Der jetzt reinhaut. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Meiner Meinung nach lassen wir auch zu viel da hinten zu. Wir kriegen es bis jetzt immer noch hingedreht irgendwie. Latza. Latza. Der ist Sechser. Oh, das geht auf Mitte. Glasklare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher. Er gibt zumindest nur Gelb. Naja, wenn ich ehrlich bin, war das mehr Rot. Emre Can übrigens. War das mehr Rot als zum Beispiel, was ging Sevilla, wo die glatt rot gekriegt haben? Weil hier war es eher durch. Da war nämlich bei den Mannheimer aber noch ein Verteidiger mit dabei. So, jetzt gibt es übrigens Elfmeter. Zwei haben wir bisher hintereinander verschossen. Jetzt wollen wir den dritten holen. Jetzt soll es Robin Gosens richten. Und der macht mal ein. Und ausgerechnet kriegen seine Klubtreffer. Robin Gosens trifft in Bergamo mit zum 1:4. Und das ist immer noch die erste Halbzeit in dem Ball. Und hier zeigt er keine Nervenpumpung. Absolut abgeklärt, gut geschossen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich. Das war übrigens auch schon sein drittes Champions League-Tor. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Robin Gosens, ja. Der ist gerade angesagt worden, der hat sein Tor gemacht. Schön gelöst. Und dann ist Halbzeit. 4-1 im Zwischenstand. In der ersten Hälfte, folgerichtig steht es hier 4:1 und im Grunde ist das Thema hier durch. Ich dachte, das mal nicht. Sie haben bislang einen richtig guten Eindruck. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zu. Oh, das könnte was werden. So, die andere Partie, Parallelspiel, ist noch nicht angepfiffen. Steht, ist noch gar nicht dran. Und, ja. Aber wie gesagt, wir machen unsere Hausaufgabe erstmal. Wir filmen 4-1 zur Pause, aber es kann im Fußball noch sehr viel passieren. Also weiter draufbleiben, dranbleiben und dann kann das hier heute was werden mit 3 Punkten. Weil es neben Sevilla auf jeden Fall einer der direkten Konkurrenten ist. Ah, schön geklärt. Ich halte Salzburg so quasi für den schwächsten der drei Gegner hier heute. Also in der Gruppe. Ah, die Flanke kommt. Freistoß für die Schalker. Und wieder Freistoß und der 27er mehr gut. Er war es nicht. Aber ein paar Worte mit ah, das war ein bisschen zu schnell und zu hastig. Er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Bis jetzt hat die Nummer 3 ich weiß gar nicht, wie sie dann im Italienischen heißen. Demnächst steht die UEFA Arnold auf dem Programm für Atalanta Bergamo. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke. Und das wird ein Riesenspiel. Ach, schon wieder Champions League danach direkt, oder was? Es gibt Einwurf. Sie werden jetzt wechseln. Und das macht Sinn, er nimmt den bereits verwarnten Spieler. Jetzt sind wir dann raus, ja. Da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Ah, das ist fast zu durchsichtig. Baku. Weg ist der Ball. Wieder Richter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ach, schade, da stand keiner. Ich stand keiner frei. Gefährlich jetzt. Halbe Stunde. Oh oh, der ist ein bisschen lang, der Ball ist gar nicht so schlecht. Aber Elvedi. Ach, das war doch kein Foul, das war nur normal. Das war doch nur normal. Sehr gut. Angelaufen. Zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die für mich kein Foul. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz super vom Torwart, aber der Freistoß war auch jetzt vielleicht. Für mich war es kein Foul. Aber gut, okay. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Vorne jetzt die Balleroberung. Das war eher ein Foul. Und das wird wahrscheinlich sogar mehr. Es könnte glatt rot geben für Savic. Es gibt die rote Karte. Völlig vertretbar. Die 1
Da hättest du aber vorhin bei der ersten Situation von dem Elfmeter hättest du auch die Rote ziehen können. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Es ist eine richtige Entscheidung. Es ist, sagen wir mal, es ist vertretbar. Er war letzter Mann. Es war ein unnötiges Foul. Es war ein Fehler drin. Und, Freistoß aus gefährlicher Position. Ja. Das könnte durchaus was werden. Also glatt rot, unsere ich glaube, das ist gefühlt unser erster Platz in der Saison. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant. Ich meine, es sind noch 20 Minuten. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Also er fehlt jetzt auf jeden Fall in der Champions League, aber wenn ich ehrlich bin, jetzt. Letzte Saison. Eine kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Freiburg. Ja, es geht gegen Freiburg im nächsten Match in der Bundesliga. Da kann ich keinen Favoriten ausmachen. Da ist der Ball weg. Freistoß. Na, es ist jetzt gerade kein Spielfluss drin. Es ist noch nichts passiert in der zweiten Halbzeit. Was ist die Tore? Eine erhebliche Distanz. Chance zur Flanke jetzt. Er kann wohl klären. Es ist in der zweiten Halbzeit sehr viel Foul, sehr viel Nicklichkeit, sehr viel Fouls. Jetzt dieser Ball aber. Lee. Sie kommen jetzt über außen. Baku kommt nicht ran. Doch, Baku geht ran. Der Ball ist weg. Und es gibt Abschluss. Ja. Ball im Aus, Klasse, Zweikampf, Einwurf jetzt. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Hereingabe. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Gutes, frühes Stören. Arnold, Tor, nein. Aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ah, ich dachte, der geht am, am Keeper kriechen vorbei und dann geht er rein, aber nicht, das ist leider nicht passiert. So, jetzt muss ich mal ein bisschen durchwechseln. Es war da irgendwie was. Gerade jetzt ist es ein bisschen schwierig gerade. So. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sieht gefährlich aus. Oh, da ist er durch. Das ist das Tor für Bagamo. Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber vielleicht ein wenig. Aber der hat gut gemacht auf jeden Fall. Kepo angezogen mit 2-3 Spielern stehen lassen und da kam ich überhaupt nicht mehr rein in diese Lücke. Hier, der erste vorbei, dann geht's mit Tempo in die Innenverteidigung. Hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe. Den und deswegen wechsle ich jetzt durch und stelle meine Defensive wieder voll auf. Jetzt können wir gespannt sein. Weil ich wollte Alario nicht unbedingt während des 4:2. Naja, mal gucken. Und es noch 5 Minuten. Marco Richter, nochmal versuchen. Vielleicht kriegt er nochmal was hin. Für mich war der Maus. Alan. Lee. Ah, gut. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Konter über der Costa. Wäre jetzt Platz. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Spielt den Ball. Und jetzt Coutinho. Coutinho, 5-2 Entscheidung. Coutinho macht das Tor. Starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Ja, der hat sich mit dem Schwer, der möchte gerne spielen. Und das hat er heute gemacht und macht, trifft, und, trifft auch direkt. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Hm. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Auf jeden Fall hat er sein Tor jetzt gemacht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Es ist immer sein erstes Tor in der Champions League. Und dann ist Feierabend. Die Gäste haben es geschafft am heutigen Tag. Sie dürfen sich über den Sieg. So, 9 Punkte haben wir. 3 Spiele, 3 Siege.
Und jetzt heißt der nächste Gegner, dann ist das Rückspiel zu Hause. Und dann könnten wir es eigentlich schon zumachen. Was wirklich in dieser Mannschaft steckt, ich glaube, da kann der Trainer zufrieden sein mit dieser Leistung. Die schwere Aufgabe Bergamo gelöst. Das war ganz, ganz wichtig. Sporting unterliegt City. Nur 0-1. Die Parallelpartie müssen wir gucken, wie es ausgegangen ist. Wenn wir da die Aufgabe haben. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Warte mal, da ist noch eine Nachricht vom Savage. Aber das mit der Division im Rückspiel ausfallen. Du hast gespielt, du hast sogar getroffen. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Warte mal, Spieler gesperrt, da ist noch eine Nachricht reingekommen, die habe ich jetzt zufällig übersehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt dann Freiburg in der Liga.